Hallo Leute, Radlauge hier, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den derzeit meiner Meinung nach besten Seed, die beste Kartennummer gehen. Und der besagte Seed ist die Nummer 133 mit dem Kartentyp Ecken. Und hier seht ihr auch schon im Hintergrund einige Inseln, die sind schön groß, dort hat man sehr viel Platz zum Bauen. Und meiner Meinung nach wird dieser Seed eben dadurch so gut, dass man sehr viele Zink- und Kupferminen zur Verfügung hat. Außerdem, und das finde ich ganz besonders gut an dieser Map bzw. an dieser Karte, und zwar, dass die neue Welt so groß ist. Also man hat wirklich viel Platz für seine Kaffeeplantagen, seine Kakaofelder und so weiter und so fort. Es sind wirklich sehr schöne Inseln in der neuen Welt. Und das macht meiner Meinung nach diesen Seed eben sehr gut für Leute, die schnell groß bauen wollen und für Leute, die ganz gemütlich sehr viel bauen wollen, da einfach sehr viele Ressourcen vorhanden sind. Auch Öl und Gold und so weiter und so fort sind in Massen verfügbar und deswegen kann ich diesen Seed nur empfehlen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Einstellungen hinein. Auch dort habe ich ein bisschen etwas für mich geändert. Denn im letzten Seed-Video, wer sich noch erinnert, da habe ich zum Beispiel auch gesagt, dass man eben vielleicht auch bestimmte NPCs mitnimmt und so weiter. Und da hat sich einiges geändert. Zunächst einmal die Kartennummer, das ist die 133. Dann ganz wichtig, Kartentyp Ecken. Und für den Großbau auf jeden Fall mehrheitlich große Inseln, viele Rohstoffvorkommen und so weiter. Das heißt, man will hier möglichst leichte Einstellungen haben, um möglichst gemütlich vor sich hinbauen zu können. Da unterscheiden sich die Geschmäcker natürlich, aber ich mag es eben schnell, viel bauen zu können. Für mich ist zum Beispiel auch der logistische Aspekt mit das Spannendste am Spiel. Und deswegen, wie gesagt, diese Einstellungen für mich die optimalen. Als Gegner habe ich nur den Hugo Mercier mitgenommen. Im Gegensatz zu älteren Spielständen habe ich mich dieses Mal dazu entschieden, dass ich nur den Hugo brauche, weil die anderen NPCs nur am Anfang das Spiel sehr schwierig machen können unter Umständen, beziehungsweise sie kosten einfach viel Zeit, aber bringen einem nicht wirklich viel im Gegensatz zum Hugo. Der Hugo hat Items, die man auch das ganze Spiel über kaufen kann. Man muss also nicht aktiv farmen oder Schiff versenken oder Inseln abnehmen, sondern man kann einfach zu seinem Shop fahren. Des Weiteren habe ich mich auch dazu entschlossen, keine Piraten mitzunehmen. Die gute Anne Harlow kann man mitnehmen, wenn man auf Vollversorgung geht. Allerdings habe ich mich dagegen entschlossen, weil ich auch die Zufriedenheitsprodukte eher wenig bediene. Ansonsten habe ich das Risiko für Krankheiten etc. auf niedrig gestellt, damit ich da möglichst wenig davon betroffen bin. Aber es reicht mir trotzdem auch im Endgame. Die Aufstände reichen durchaus aus. Und dann habe ich hier noch für den Start das Flaggschiff mitgenommen, so dass ich mit Konto und Flaggschiff starte. Damit habe ich dann einen sehr schönen Start und kann gleich auch mir noch eine zweite Insel holen, gleich zu Anfang. Und nicht zu vergessen natürlich auch die aufgedeckte Karte. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Kartennummer 133. Und wenn ihr noch andere gute Kartennummern habt, könnt ihr die natürlich auch gerne in den Kommentaren lassen. Dann kann man sich da auch ein bisschen austauschen. Und ansonsten viel Spaß. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.